Mein Name ist Thomas Kraft. Ich bin Fachbereichsleiter der Fachschule für Sozialwesen und seit 2013 als Dozent am DAK Bildungswerk hier in Sachsen tätig. Mein Name ist Salome Gante und ich bin im ersten Ausbildungsjahr für die Heilerziehungspflege. Das Wichtigste, was man zum Beruf Heilerziehungspflegerin, Heilerziehungspfleger sagen muss, es ist ein sehr vielseitiger, sehr schöner Beruf, aber auch mit sehr viel Verantwortung verbunden. Und die Auszubildenden, die hier bei uns sind in der Heilerziehungspflege, die wissen ganz genau, warum sie da sind. Ich habe vor einigen Jahren ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in dem Bereich und war total angetan. Und für mich stand in dem Moment fest, dass ich mit Menschen mit Behinderungen arbeiten möchte. Und der Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres war auch das DRK und es war naheliegend, dass ich hierher komme. Eine Frage, die häufig gestellt wird, ist, kann ich in der Krippe arbeiten, kann ich vielleicht auch im Pflegeheim arbeiten? Und was man sagen muss, das Schöne am Beruf Heilerziehungspflegerin, Heilerziehungspfleger ist, dass die Einsatzmöglichkeiten so vielfältig sind. Im Grunde genommen wird man überall dort gebraucht, wo Menschen aufgrund ihrer individuellen Daseinslage auf Barrieren stoßen, die es gemeinsam mit professioneller Begleitung gilt, zu durchbrechen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Tja, was überhaupt ein Heilerziehungspfleger ist, tatsächlich ist das vielen gar nicht bewusst. Der Beruf ist gar nicht so bekannt und naja, dann sage ich, es ist eine Mischung aus Heilen, Erziehen und Pflegen. So der Name ist Programm. Ein schönes Erlebnis, an das ich mich gerne daran erinnere, war die Begleitung eines Kurses im Rahmen eines Projektes in Zusammenarbeit mit einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo zwei junge Auszubildende ein Theaterprojekt geleitet haben und dort an ihre Grenzen gestoßen sind. Und gemeinsam haben wir überlegt, was kann man machen und haben Theater quasi ganz neu entdeckt. Und es ist mit Menschen mit Beeinträchtigungen ein ganz tolles Theaterstück entstanden. Am schönsten finde ich tatsächlich diese unglaubliche Abwechslung und Vielseitigkeit, die wir hier haben. Also wir lernen Gitarre spielen, wir malen und gleichzeitig bekommen wir super viel Fachwissen an die Hand. Ich wünsche mir vor allen Dingen Anerkennung für den Beruf, für die Arbeit, die man leistet, weil es so unglaublich wichtig ist. Nun, ich würde mir wünschen, dass der Beruf Heilerziehungspflegerin, Heilerziehungspfleger einen weiteren positiven Stellenwert erfährt, weil es einfach eine Profession ist zwischen professioneller und aktivierender Pflege und sozialpädagogischer Begleitung, der für die Zielgruppe einfach wichtig ist und in unserer Gesellschaft Gerechtigkeit und auch Chancengleichheit herstellt.